Zack, und direkt der nächste. Ja, es läuft natürlich wieder mal vom Land aus, denn das ist für mich einfach das Entspannteste am Nordmeer, vor allem, wenn man vorher schon 4-5 Stunden auf dem Acker unterwegs war. Zack, dann einfach nochmal ein bisschen entspannt hier vom Land aus probieren und gucken, dass man hier so ein paar Schollen, Aalmuddern und Co. rauskriegt. Also, im Großen und Ganzen bisher schon super zufriedenstellend hier wieder an der Stelle. Ganz simpel hier mit Jig oder am Durchjiggen. Und ja, größentechnisch passt es schon. Ich habe jetzt gerade eben nochmal umgeändert, habe nochmal etwas größere Haken verwendet und bin jetzt auch super gespannt, ob die größeren Haken einfach auch ein bisschen größere Fische bringen. Schauen wir mal, was da geht. Ich war vorher mit 3-0er Haken unterwegs, habe jetzt nochmal gerade gewechselt auf 4-0er Haken. Wir gucken uns das Setup natürlich gleich im Detail nochmal an und dann... Alter, der nächste Taschenkrebs. Ja, die nehmen wir natürlich auch gerne mit. Die Glubschis, sehr, sehr schön. Der ist schon mal größer als der von gerade eben. Das ist doch schon mal gut. Eine Nummer größer. Ja, und ich werfe einfach nur hier vorne flach raus und jigge. Man sieht es ungefähr von der Entfernung. 45, 50 Meter. So ungefähr in dem Bereich. Und ja, dann einfach locker durchjiggen. Tempo 50 habe ich jetzt hier. Und dann drücke ich einfach nur einmal eine Umdrehung sozusagen und dann läuft das schon. Meistens geht es sogar direkt am Anfang ein-, zweimal jiggen, sofort auch schon der Biss rein. Manchmal muss man eben noch ein bisschen weiter durchjiggen. Das Ganze ist natürlich jetzt hier gerade schon ein bisschen aufwendiger von der Montage. Wie gesagt, wir gucken gleich nochmal eben rein, weil jetzt hier auch noch die Beifänger dabei sind. Aber es funktioniert auch natürlich mit ganz normalem Basic. Also wenn man hier ganz normal mit der Jig-Montage unterwegs ist, mit dem Meeresjig, kann man sich natürlich auch hier schon hinstellen. Gerade wenn man unterwegs war auf dem offenen Meer, dann so langsam merkt, oha, gleich läuft das Bootsticket aus, dann kann man eben schon mal ganz gut hier hinbrettern. Oder man lockt quasi aus, lockt wieder ein, hat vielleicht noch eine halbe Stunde Bootsticket oder so, na sagen wir mal so gut 2 Stunden, man fährt ja noch eine Weile. Das heißt, man fährt vom Hafen einfach direkt nochmal raus, brettert vom Hafen aus eben hier rum, kann dann hier in dem Bereich schon irgendwo anlegen und dann kann man hier die ganze Strecke langlaufen bis hierhin. Und hier in dieser Area, hier war ich ja auch schon ein paar Mal und habe auch schon ein paar Mal auf Plattfisch geangelt. Und ja, heute war ich mal endlich wieder nach, ja, gut 5 Wochen, endlich mal wieder am Nordmeer. Ging auch, gosh, ja, ich sag mal, es ging ganz gut. Es waren ein paar seltene Brocken dabei. Ich sag mal, das Spannendste war hier unten am 180er und hier in dem Bereich, da war das ganz interessant heute, ging ganz gut. Und ja, jetzt, nachdem das alles durch ist, nochmal ein bisschen gechillt. Einfach hier vom Land aus ein bisschen durchjiggen und weiter versuchen, ein bisschen was Seltenes rauszuziehen. Gucken wir uns gleich nochmal eben den Kescher im Detail an. Ich ziehe hier nochmal eben kurz durch. Einfach locker. Und dann schauen wir uns das gleich nochmal eben an. Ich war auch kurz vorher nochmal auf an dieser kleinen Steilküste oder an diesem Unterwasser, an diesem Riff. Da ging es dann gerade nochmal auf Sardinen und Co. Das war ganz okay. Es waren einige dabei. Auch einige Seeskorpione dann mit dabei. Und ja, dann war so langsam das Ticket zu Ende. Und dann ging es natürlich schnell nochmal an Land, damit man hier weitermachen kann. So, also wir gucken mal eben rein. Nach Gewicht sortiert. Das waren jetzt, wie gesagt, hier die Köhler. Die waren gerade alle noch vorm Sardinenspot. Sardinenspot gerade ein bisschen getestet, lief ganz gut. Da gucken wir auch gleich mal in die Sardinen rein, welcher Köder da gebissen hat. Und zwar hier immer diese 5, dieses Riff. Da kann man auf 10, 15 Meter ganz flach auswerfen, ist sofort in Richtung Bodennähe. Man kann so auf 10, 15 Meter sofort anfangen zu pilken und dann lüppt das auch direkt. Gucken wir direkt nochmal eben rein. Die Sardinen hier auf Real Shrimp 04. Gucken wir nochmal was anderes. 04, der nächste. 04, der nächste. Nehmen wir mal ein paar größere. Real Shrimp 04.
Also, das sieht doch alles ganz gut aus. 04, 04, 04 und 04. Also, am meisten der Real Shrimp 04. Gucken wir uns nochmal eben an. Real Shrimp 04, da ist er. So, also damit auf die kleinen Sardinen. Wenn ihr Bock habt, natürlich auch einfach mal testen. Klappt bestimmt auch noch. Und ja, danach dann wie gesagt hier hingedüst und dann sieht das Setup jetzt gerade so aus. Mächtig Verschleiß sehe ich gerade. Der war gerade noch hier im orangenen Bereich. Also da geht wohl einiges auch drauf. Der schwarze und der braune scheinen ganz gut zu funktionieren. Der weiße scheint glaube ich gar nicht so gut zu funktionieren. Halten wir gleich mal im Blick, dass wir den am besten dann nochmal austauschen, denn dann haben wir hier bestimmt auch eine bessere Frequenz. Das ist ja das Schöne, man kann einfach immer nachgucken, worauf beißen denn die Lümmels. Maggot 01, ich meine, das ist der schwarze, ne? Gucken wir rein, genau, das ist der schwarze. Na, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, weißt du was? Dann machen wir das mal direkt, den weißen hier austauschen, Maggot 01. Machen wir hier mal so eine Schwarz-Weiß-Kombi. Dann haben wir den braunen und den roten. Und dann gucken wir einfach nochmal weiter rein. Hier war gerade nochmal eine Aalmutter mit 800 noch was Gramm. Maggot 06. Na guck. Auch richtig schön. 800 Gramm bringt dann auch richtig gut Kohle. Maggot 06 ist der knallrote. Und der Zweier ist dann der braune. Dann schauen wir da jetzt auch nochmal rein. Hier bei der Scholle zum Beispiel ist auch auf dem Einser gegangen. Der Steinbutt auch auf dem Einser. Also wieder der schwarze. Gucken wir mal bei den größeren Schollen nach Gewicht sortieren. Hatten wir schon. Hier haben wir die 2,7er, also auch auf dem 1er. 2er Maggot auf dem braunen 1er. Aber hauptsächlich eher so diese dunkleren bis schwarzen. Das scheint also wirklich gut zu funktionieren. Das nehmen wir uns jetzt also an. Kurz ein bisschen rumgeangelt. Die ersten paar Fische angeguckt. Worauf gehen die Fische genau, wenn man hier sein Setup ein bisschen kunterbunt erst aufgebaut hat. Wenn man dann weiß, wie es lübt, dann einfach komplett umbauen. Ich lasse den einen jetzt nochmal auf Rot. Die beiden anderen lassen wir jetzt mal so. Ja. So machen wir das natürlich. So, jetzt haben wir hier Schwarz und einen auf Rot. Sehr schön. Und dann raus damit. Also, kurz umgetauscht. Und dann gehen wir hier ganz entspannt nochmal durch und sofort haben wir wieder Biss. So moke wieder. Ja, und dann lübt das Ganze. Rein von der Kohle her mit Sicherheit auch nicht verkehrt. Ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter durchziehen. So einigermaßen vielleicht den Kescher voll machen. Die ollen Skorpione, die wollen wir natürlich nach möglichst, ja, wollen wir die eigentlich nicht haben. Zweierhaken hatte ich schon mal probiert. Dreierhaken. Jetzt gerade hier mit dem Viererhaken. Auch eigentlich immer noch möglich. Aber ich habe vom Gefühl her, naja, irgendwie fühlt es sich nach ein bisschen weniger Frequenz an. Ich würde fast sagen, Dreierhaken oder also drei Nullerhaken bestimmt am besten hier. Aber wenn hier gleich natürlich auf den größeren Haken dann noch die deutlich größeren Brocken reingehen, naja, bis hin zu einer Trophy wäre es das natürlich. Das wäre natürlich dann ideal. Ja, Wurfrichtung habt ihr bestimmt gerade schon gesehen. Also einfach immer da vorne hin. Das war jetzt ein bisschen weit. So. Einfach immer da vorne hin zu dieser Felswand. Grob in diese Richtung. Von der Position hat man, glaube ich, auch gesehen. Hier vorne ist der Campingplatz da drüben. Aber man läuft einfach von hier. Vom Campingplatz aus kann man nicht hier rüber, wegen dieser Felswand. Also da ist quasi zu an diesem Bereich hier. Aber man kann eben von da drüben rüberlaufen. Einmal hier die Runde. Und dann geht das los. Ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier nochmal ein bisschen durch und dann gucken wir einfach gleich nochmal in den Kescher rein, ob sich das Ganze denn so einigermaßen gelohnt hat. Und wir sind wieder zurück im Hafen und schauen jetzt natürlich mal in den Kescher rein, was das Ganze denn hier jetzt so gebracht hat. Gucken wir nochmal eben hier nur die Stelle an. So, ab den Schollen sozusagen, also nur der Spot. Eine Stunde und 15, zwischendurch war ein bisschen Flaute, also sagen wir mal rund eine Stunde an der Stelle jetzt für 600 Silber. Das Ganze schmeckt natürlich, 600 Silber von einem Landspot aus, den man hier mit Jig bzw. natürlich auch mit den Beifängern ganz gut beangeln kann. Ohne Beifänger sind es wahrscheinlich keine 600, aber ich sag mal so 300 bis 400 Silber kriegen wir bestimmt hin.
Ich sortiere nochmal eben nach Preis. Und dann sehen wir natürlich auch, welche Kandidaten hier gut reingehen. Und wenn wir die jetzt hier mal eben rausnehmen. So, das sind die Kandidaten, die eben nicht dabei waren. Die sind jetzt quasi vom Spot zuvor. Aber wenn wir hier eben jetzt die nehmen, nur mal eben von der Stelle, dann nehmen wir die hier mal eben mit. Also die Top-Dinger sind jetzt hier schon fast 500 Silber. Also richtig, richtig gut, wenn man hier einfach ein paar schöne große Schullen rauskriegt. Steinbutt, Glas und Krebs oder eben ein paar gute Aalmuttern. Die bringen halt auch richtig, richtig Cash, die Aalmuttern. Von daher auch eine Stelle, die man mal gut testen kann. Ohne Bootsticket oder nachdem das Bootsticket kurz vorm Auslaufen ist, dann zu dem Spot. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir. Und dann sehen wir uns am nächsten Video oder meinem Livestream auf Twitch, montags, mittwochs, freitags, 19 Uhr. Petri.